Hier folgen die uns aber nicht, oder? So, da ist jetzt eigentlich der obvious Weg. Der Treppe und so. Wollen wir denn hier in die andere Richtung auch irgendwo hin? Wir gucken mal. Okay. Langer, langer Gang und auch eine Treppe. Aha. Hm. Das ist auf jeden Fall nicht der obvious Weg. Hm. Aber hier ist zu. Aha. Ja, so viel dazu. Ah, na guck an. Chemikalientransport, Gefahr. Höchst ätzend, höchst entzündlich. Können wir denn da aufmachen? Aha. In der Tat. Ja, dann würde ich sagen, gucken erstmal in die andere Richtung natürlich. Das lassen wir uns jetzt nicht nehmen, oder? Das lassen wir uns jetzt nicht entgehen. Würde ich ja ganz viele böse Kommentare kriegen, bestimmt, wenn ich das jetzt lassen würde. Ja. So, gucken wir mal. Vielleicht sieht sie einfach genauso aus oder so. Gut, das habe ich mir schon gedacht. Verbindung X-Lagerung. Verbindung X-Lagerung. Gefahr. Kein offenes Feuer. Compound X. Achso, Verbindung im Sinne von chemische Verbindung. Verstehe. Die Verbindung X. Und hier ist auch zu. Gut, wir sind aber... Waren wir vorhin da oder sind wir immer noch in diesem Abschnitt hier? Ah, aber eine Nachricht. Na, was habe ich gesagt? Ja, sogar eine lange. 30. April 1899. Ein bisschen früher im Jahr noch. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarischen Operationen ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man Versuche anstellte, seinen krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich, wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Okay. Was für merkwürdige Experimente. Was bringt's denn? Ist das das Paradies? Ist das wirklich die erstrebenswerte Richtung der Evolution, in die wir uns da bewegen? Sehr merkwürdig. Schnell satt wird, ja, okay. Vielleicht als Arbeitstiere oder so? Die Arbeiter. Design. Weiß nicht. Wir probieren einfach mal den gefährlichen Chemikalienaufzug hier, würde ich sagen. Das ist genau richtig. Aha, es geht los. Im Nest der Eier. Drei Penny, Sixpence, Spatzen und Tauben. Schau all die klagenden Engel oben, dann wirst du es mir glauben. Kein Vergeben mehr, niemand zu retten, wenn ich's dir sag. Denn heute legt Lilly sich rein in dein Grab. In ihr Grab, Entschuldigung. In dein Grab ist auch schön. Ah, ja, ja, da geht's, glaube ich, raus. Okay. Ganz ruhig. Sind wir abgestürzt mit dem Ding? Oder was ist hier geschehen? Vielleicht sagt er es uns. Sabotage, na, wer hätte das gedacht? Entschuldigung. Lediert und böse zugerichtet, aber am Leben.
Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden, und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechlichen Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Ich weiß nicht, was es ist. Offen gesagt, vielleicht irgendein Fachbegriff hier aus dem, aus diesem Bereich. Hier mit der Fabrik und so, keine Ahnung. Beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Den Weg zu Bilge. Naja, gut. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Überschwemmung wieder klar geht. Alter, sieht ja aber modern aus. Und ja, es hat geklingt. Ich hoffe, es geht jetzt auch noch. Ja, es klingt. Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Okay. Wir sind Mendes, ja, habe ich das jetzt eben richtig verstanden? Ich bin mir nicht sicher, ob alle jetzt so, ja, natürlich, aber ich habe das bis jetzt nicht so richtig gecheckt, dass wir der Mendes sind. Aber nun gut, gehört uns also das Ganze hier, das Ganze hier? Oder zumindest ein Teil davon. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden-Disperser-Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Aha. Zerstört kleinere Mengen Metall. Das ist ein interessanter Hinweis. Können wir sogar zur Abwechslung mal ein bisschen rumstöbern. Guck mal hier ran. Nee. Okay. Was können wir hier machen? Achso, wir können ein bisschen damit rumspielen. Was wurde hier bitteschön gemacht? Uiuiui. Physik. Gefällt mir ja ausgezeichnet. Und aha, ist das vielleicht die Lampe, von der da gesprochen wurde? Das könnte sein. Damit müssen wir dann hier das Ganze aktivieren. Ich sehe doch, wie das läuft. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ja, wir bemühen einfach die... Aha. Hör bitte auf damit, dankeschön. Die Macht der Chemie für uns zu arbeiten. Aber ich fürchte fast, dafür müssen wir noch ein bisschen was sammeln gehen, wa? Gucken wir mal. So, was ist das denn bitte schön wieder? Alles sehr schön gekachelt, sieht wie gesagt relativ modern aus. Also für diese Zeit. Interessant. Ja, so ein bisschen labormäßig, nicht wahr? Ach, und auch ein Kunstgegenstand hier unten. Das ist interessant. So einen oder so einen ähnlichen haben wir doch bei uns zu Hause auch gesehen. Oh, kommen wir hier runtergestiefelt? Ich glaube, ja, ne? Ja. Müsste eigentlich. Und der hat sich schon wieder was notiert. Die Zentrifuge. Aha, dies scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein. Und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einem flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Na dann. Vielleicht. Was ist das denn hier für ein Gerät, Flaschenpost. Ach nee, hier können wir, weiß ich nicht, irgendwas durchleiten oder so.
Ja, dann müssen wir also die zwei Chemikalien finden, irgendwie reinpumpen. Ja, genau. Müssen irgendwelche Behältnisse finden, hier rein tun. Hier ist sogar ein Dings drin, vielleicht ist das der Output oder so. Ah, das könnte sein. Was steht hier? Niedrigtemperaturlagerung. Aha. Gehen wir einfach mal rein. Da rechts war doch auch noch ein Gang. Bestimmt finden wir eine der Chemikalien. Es ist verschwunden. War es nur in unserem Kopf? Man, Bear Pig. Niedrigtemperaturlagerung. Ja, können wir einfach so reinstiefeln oder tut's gleich Aua machen? Off. Okay. Hat's bleibt dann auch off. Ja. Wir brauchen irgendwie ein Fläschchen oder so, wa? Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch vorne und hinten. Eieiei. Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze. Und ich... Ja. Und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagt er, und ich trank es. Wegen der Veränderung, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus. Wie die Mäuse in der Dunkelheit. Die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Alter! Trink es, sagt es. Es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gereicht oder so und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Eine Warnung. Warnung ist angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Die Frage ist, nutzt es was? Nutzt es uns etwas? Aha, hier kriegen wir doch bestimmt eine Flasche raus. Ja. Ja, was steht denn da? OMG. Aha. Okay. Oh, so ein Geräusch. Können wir das denn hier irgendwie... Ah ja, tatsächlich. Ach, ist wirklich eine Flaschenpost. Das ist ja... Okay, ist interessant. Nice. Ja, dann ist es bestimmt da oben angekommen, würde ich vermuten. Da hat man es nämlich gehört. Ja, machen wir uns auf den garantiert sicheren Rückweg. Kann hier aber schon her, ne? Ja, scheiße. Ja, jetzt können wir das Licht auch schon anmachen. Alter. Mach zu. Ja, so ist gut. Ah, er hat es automatisch zugemacht. Gut. Kein Problem. So, da ist das Ding nämlich. Ist egal, wo wir es einsetzen. Ich hoffe es einfach mal. It fell onto his hands and they eroded in front of me. The stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, just take him out. You can dump him in the river for all I care. In the River Thames. Ein fehlgeschlagenes Experiment. Was steht da? Käfige. Oh. Ja, vielleicht besser leise. Leise fortbewegen. Nicht aufscheuchen und so, ihr wisst ja, wie es läuft. Okay, eine Tür. Was steht da? Silence. Die neue Werbung dürfte nicht erschreckt aufgeregt werden. Hier ist zu.
Aha. Wieder irgendein Aufzug? Oder was ist es? Hm, vielleicht müssen wir den benutzen, um dann die Flasche da hoch zu transportieren oder so. Alles gut. Ja. Das sind bestimmt nur die aus den Käfigen, aber die sind ja stabil auch. Will ich hoffen. So, eine Nachricht. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Aha, es müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. So. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne, wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas, ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. So kamen hier also die Leute zusammen, die hier umgestellt wurden. Und das sind jetzt unsere Kinder, oder ich weiß es nicht, das war jetzt nicht zwingend ein Tagebucheintrag, es war eine Notiz, die wir da gefunden haben. Ja. Und ein Bärchen. Zufall? Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! Aha. Ja, eine kleine Dusche, ne? Das wäre jetzt vielleicht nicht das Schlechteste. Hier ist zu. Eben schon offen. Ich sie übersehen. Da ist jemand. Okay, er geht nach rechts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ihr das eben sehen konntet. Er ist nach rechts gegangen. Er, sie, es, wie auch immer. Würde ich mal vermuten, dass er da links gestiefelt ist. Ein rotes Licht. Das ist neben blinkenden Lichtern das zweitbeste Zeichen, das man so finden kann. Roten Licht und mit dem Dampfen und sowas erinnert mich so ein bisschen an diese Maschinerie, die wir ganz am Anfang im Intro gesehen haben. Geknallt und gezischt hat und es klingelt. Ein Aufzug, okay. The lift has been sabotaged. You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mandus. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Ja, ich hätte jetzt auch nicht wirklich erwartet, dass wir jetzt hier so runterkommen. Ich dachte, wir müssen jetzt da wieder zurückstiefeln und dann erstmal Chemiebaukasten machen. Naja, Zugang zur Einrichtung, Schweineproduktion, Entschuldigung, nochmal. Zugang zur Einrichtung, Schweineproduktreihe, Opiatverteiler, Wirkdrossel, Bilgepumpen, Entsorgungsrohre, Maschinenräume, Boiler, Orgontürme. Ah ja. Ist ja jetzt alles klar. So, wir
finden hier doch sicherlich irgendwo die Chemikalien. Dann stiefeln wir zurück. Hoffentlich gibt es irgendwie einen kürzeren Weg. Ich weiß es nicht. Zweifelt es ein bisschen. Ja, und dann dachte ich, wir machen uns da hier die Tür auf. Das Tor. Nicht wahr? Sollen wir vielleicht da noch oben stiefeln erstmal? Schritte oder was knarzt hier so? Ah, jetzt sind wir in dem nächsten Abschnitt. Aha, hier ist so ein Dispenser. Was auch immer es sein soll. Ja, der will das einfach ziehen, ne? Ja. So, was haben wir denn hier? Steht hier überall das gleiche drauf? BIV würde ich lesen. BIV, BIV, aha. Müssen wir so einen wahrscheinlich nach oben schicken. Das einfach erstmal machen, bevor wir weitermachen. Dann ist das schon mal erledigt. Solche Schalter haben natürlich auch nie Nebenwirkungen oder so. Ich guck mal ganz kurz, ob die Tür hier hinten offen ist. Nein. Gut. Okay. So, das ist hier bestimmt der Shortcut jetzt nach oben. Hier müssen wir uns bestimmt durchzwängen. Ja. Tja. Könnte ja überlegen. Hat er mit dem Ganzen hier angefangen, weil er einfach den Verlust seiner Frau nicht verkraftet hat? Jetzt vielleicht noch seiner Kinder? Ich weiß ja nicht, vielleicht verfolgt ihn das ja auch schon ganz, ganz, ganz lange. Wer weiß es so genau, was seine Beweggründe waren hier. 4. August 1898. Aha. Weitere Experimente mit der Verbindung X. Habe dem Hund Strychnin injiziert, Schwein. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in ein großes Behältnis voller Verbindung X getaucht und mittels einer Induktionsspule 3,5 Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partiale Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strychninvergiftung, bis ich seinem Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht, ja. Letztendlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Einem Ertrunkenen ist Ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X ersetzen. Ja, das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. Jo. Klar. Easy. So, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ich glaube, das ist die Tür, die eben noch zu war. Ne? Ja, ja. Hier war dieses Ding. Genau das. Hier eben schon entlang gekommen. Ernsthaft? So, hier runter jumpen. Ach so, okay. Das war jetzt ein interessanter Shortcut. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nee, in der Tat. So, Biff. Mal Biff. Das wird, wie gesagt, wahrscheinlich der Output sein oder so. Wie aktivieren wir das jetzt?